Es gibt jetzt ein neues Rumgesetz, das für ganz Europa gilt. Und das Besondere daran ist, es regelt vor allem die zugefügte Zuckermenge. Naja, ganz so neu ist es nicht, ist schon 2 Jahre alt. Rum darf nur aus Zuckerrohr hergestellt werden und weder Gewürze noch Aromen anderer Art haben darin etwas verloren. Auf der ganzen Welt allerdings ist es gang und gäbe, dass jeder hineinschüttet, was er mag. Europa hat das nicht so gefallen und deshalb die Bezeichnung Rum gesetzlich vorgeschrieben. Hier durften Aromen noch nie reingekippt werden, aber Zucker schon. Immerhin bis 100 Gramm den Liter, bevor der Rum dadurch zu einem Likör mutiert. Und jetzt darfst du nur noch maximal 20 Gramm auf den Liter in den Rum schütten. Das ist ungefähr so wie bei Cognac. Ich finde das nach wie vor Quatsch. Ich möchte eine Zugabeliste auf der Flasche, die das genau bezeichnet, was drin ist. Wegen mir kannst du dann reintun, was du willst. Findest du das neue Gesetz besser als vorher? Oder wie würdest du es regeln? Wenn du Bock auf Rumgenuss hast, dann wirf alles Hörensagen über Bord. Kein langweiliges Sachbuch, sondern etwas für jeden, der Rum mit dem Herzen trinkt. Wen kümmert schlechter Rum? Jetzt bei Amazon POD.